So, das ist ein kleiner Vlogging-Test mit dem XF 27mm bei 1/50, was eingestellt ist. Blende weiß ich nicht, aber ich gehe mal von aus, er wird auf 2.8 gesprungen sein. Und das ist ein kleiner Vlogging-Test mit meinem minimalsten Vlogging-Setup. Das heißt, ich habe jetzt an dem 3,5 mm auf 2,5 mm Adapter einfach dieses kleine Sony Stereo-Mikrofon angeschlossen. Und ich bin mir relativ sicher, es wird die Fokusgeräusche des XF 27 dann doch sehr stark auch noch mit aufnehmen. Vermute ich ganz stark. Aber wir wissen es ja nicht. Ansonsten, wie sieht es mit dem Fokus aus? Ich glaube, das Fokussieren eignet sich fürs Vlogging ziemlich gut. Und man kann mich einigermaßen gut sehen und auch relativ nah sehen. Das hat halt eben der 27er, hat halt so den Nachteil, dass ich ziemlich nah hier jetzt mit dem Gesicht dran bin. Das 16-28er sollte besser sein, es sollte leiser sein beim Fokussieren, es sollte besser sein beim Fokussieren, weil es halt eben auch ein neueres Objektiv ist. Und das ist wahrscheinlich das, was fürs Vlogging eher geeignet ist, auch mit der XT100. Da bin ich mir relativ sicher. Aber mich würde mal interessieren, womit ihr vloggt oder was ihr empfehlen würdet. Ich habe noch das 1835er, das habe ich auch getestet, das funktioniert gut. Das bei 18 mm hält es mein Gesicht wunderbar schön im Fokus, hat aber den großen Nachteil, es ist verdammt schwer. Das 1855 ist wahrscheinlich besser geeignet, aber das 1835 kann man wunderbar an dem Objektiv dann festhalten. Es ist aber nur so, dass wenn ich das komfortabel halte, dann ist es halt immer etwas so tief, sodass man hier so schwabbelwabbel mein Doppelkinn sehen kann, was natürlich nicht sehr schön ist. Was haltet ihr von diesem 27mm Objektiv? Das ist das zweite Mal, dass ich damit vlogge, damit ich damit aufnehme. Ich werde nochmal dranhängen, wie es aussieht mit dem 1835er, damit ihr das so ein bisschen vergleichen könnt. Bei 18mm bin ich natürlich ein bisschen was weiter weg. Werde dann aber auch den S-Modus benutzen, weil der SR Plus Auto-Modus, der macht dann da so viele Berechnungen, dass ich da irgendwie Angst habe, dass die Kamera vielleicht überhitzt oder sowas. Ich denke, das hier ist auch okay. Ansonsten kann man natürlich auch damit arbeiten, die Blende etwas zu machen, also auf Blende 4 oder sowas zu gehen und zu hoffen, dass er da den Fokus dann nicht so schnell wechselt, den Autofokus, aber ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das dann aussehen wird. Und ich versuche mich mal so ins Licht zu stellen, damit man mein Gesicht wunderbar sehen kann. So sieht das, glaube ich, so ein bisschen, damit man auch nochmal was von dem geilen Star Wars Kalender hinten sehen kann. Das also für diesen kleinen Vlogging-Test. Was haltet ihr davon? Kann man mit der Fujifilm XT100 tatsächlich auch vloggen oder würdet ihr sagen, dass das Probleme macht? Nun ja, ich schaffe das ja jetzt hier zu vloggen mit dem Teil. Ich werde jetzt gleich nochmal das 1835er auspacken und dranpacken und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze dann aussehen wird. 1835er lohnt sich natürlich, wenn man so ein Hybrid-Shooter ist. Das heißt also tatsächlich mit dem 1835er, ich zeige es auch nochmal hier. So sieht das aus. Wo stehen die Nummerierungen hier? Ein bisschen steht das drauf, 1835er, fokussiert natürlich auf mein Gesicht. Hier, 1835er. Was ich so geil finde an dem 27er ist, ich kann ziemlich nah dran gehen. Das heißt, ich habe, was Makroaufnahmen angeht oder was Nahaufnahmen angeht, hier ist es nicht scharf, aber stopp. Jetzt sollte es scharf sein. Das ist schon ziemlich nah dran, wo ich dran gehe. Das schaffe ich bei dem hier nicht. Bei diesem Objektiv geht das definitiv nicht, dass ich so nah dran gehen kann und euch ein anderes Objektiv mit zeigen kann. Das ist halt der große Vorteil des 27ers. Nachteil ist halt tatsächlich, es hält den Fokus nicht so gut. Ich sehe das jetzt schon auf dem Monitor, das ist manchmal so hin und her und ich höre es ja auch, weil der Fokusmotor so laut ist. Fujifilm, wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt, 16-28 zum Testen. Ich behalte das auch gerne. Das war's für diesen Vlogging-Test. Jetzt kommt noch der Vlogging-Test mit dem Schätzchen hier. So, jetzt wird gevloggt und zwar wieder bei 1/50, bei den gleichen Einstellungen im Grunde genommen wie vorher auch. Nur diesmal mit dem 1835er. Das hat noch optische Bildstabilisierung in der Linse selber, also im Objektiv selber. Und ich halte es jetzt am Objektiv. Das heißt, wenn ich mich bewege, habt ihr deutlich weniger Ruckeln, glaube ich, zusammen mit dem digitalen Bildstabilisator auf der XT100. Das ist wirklich tolle Geschichte. Ansonsten kann ich diesem Autofokus voll und ganz vertrauen, weil er einfach leise und zuverlässig funktioniert bei den Standardeinstellungen. Einziger Nachteil, ich merke das jetzt schon, der Arm wird lahm. Und wenn ich es komfortabel haben möchte, wie kann ich es am besten halten? So wäre es komfortabel für mich, aber ich weiß nicht, ob ich dann ganz im Fokus bin.
Muss ich ganz ehrlich sagen, das 1835er hat nämlich so das Problem, dass wenn du zu nah rangehst, hast du keinen Fokus mehr. Das kann ich mal zeigen, wenn ich hier einfach mal runtergehe, zum 27er Objektiv greife und dann versuche das hier mal reinzuhalten, werdet ihr sehen, es wird wahrscheinlich nicht scharf sein. Ich muss weiter weggehen, dann wird es scharf abzulesen sein. Wo ist die Markierung? So. Dann wird hier, werden die 27 mm auch zu lesen sein werden. Hoffe ich doch zumindest, dass ich jetzt so weit weg bin. Aber dann wird es schon richtig, richtig schwer, das so zu halten. Oder man muss halt so Vlogging-Sachen machen, wo man dann ja, einfach rumläuft, ein bisschen was. Jetzt werde ich natürlich richtig dunkel, aber mein Gesicht, das hat er immer noch im Fokus. Also quasi so die ganze Zeit rumlaufen. Und dann hoffen, dass ich so lange laber, dass ich das mit dem Arm nicht merke. Weil wenn ich stehen müsste die ganze Zeit so, wäre das ein Problem. Und ja, ansonsten, was haltet ihr von der Geschichte mit dem, was gefällt euch besser, das XF27er zum Vloggen oder das hier, das 1835er? Ich bin persönlich etwas von dem 1835er begeisterter, weil eben der optische Bildstabilisator zusammen mit dem digitalen bessere Ergebnisse liefert, was die Stabilisierung angeht. Der Fokus leiser arbeitet, besser arbeitet und ich einfach etwas weiter weg bin. Also, ja, trotzdem, der 18, aber der Fokus, der will nicht so ganz. Der ist halt so ein bisschen die Problematik an der ganzen Geschichte, wie ich finde. Also, wahrscheinlich wird es das 16-28er, werde ich mir als nächstes besorgen. Nun ja, Kommentare könnt ihr gerne unten hinterlassen. Würde mich interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Das war es jetzt zu meinem Vlogging-Test mit der XT100. Ich glaube, das Fazit ist, man kann mit der XT100 tatsächlich vloggen. Firmware Version 2 ist auch so gut, dass der Autofokus wunderbar funktioniert. Aber es kommt immer darauf an, was für ein Objektiv ihr tatsächlich an eurem Gerät habt. Und wenn ihr das 1835er habt, das eignet sich ziemlich gut. Wenn ihr das 1855er habt, das eignet sich ziemlich gut. 35er F2 weniger, das 23er F2 wohl eher oder eben das 16er 1.4er nicht, sondern das 16er 2.8er. Aber das muss ich erstmal testen, bevor ich diese Aussage mache. So, das war es jetzt für diesen Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.